Das ist klein, pink und saug dich auf. Pummelhof. Ein neuer Bart Kirby steht an. Und was haben wir heute erlebt? Junge, jetzt muss ich alles durchsuchen, um die anderen Wardle Dees zu finden? Sehe ich aus wie Sherlock's und Hugos Vater? Aber also ich werde einfach mal seine Eier anschlagen. Schlüpfe zwischen den Beinen. Yo! Kann ich sein Popo? Fantastisch! Viel Spaß! Moin Freunde, mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem neuen Part von Kirby und das vergessene Land. Wir sind hier stehen geblieben. Und zwar haben wir was freigeschaltet. Leider ist es erst nach dem Part passiert. Wir haben hier eine Wardle-Dee-Stadt freigeschaltet. Rette so viele du kannst, um neue Gebäude und nützliche Ressourcen freizuschalten. Das ist also der Sinn hinter den Wardle-Dees, die wir in den, ja, in den einzelnen Leveln retten. Das Wardle-Dee-Kino wurde eröffnet. Sieh dir dort noch einmal die schönsten Szenen aus dem Spiel auf der großen Leinwand an. Oh mein Gott, das ist super gut. Also Real Talk, das ist super gut gemacht, Freunde. Aber wir gehen erstmal wieder zur Weltkarte, denn das hat aktuell natürlich die höchste Priorität. Freunde, ein paar Kommentare konnte ich mir durchlesen und ich möchte natürlich auf euch hören. Und einige meinten, David, spiel unbedingt die 100%. Also versuche alle Missionen in einem Level zu schaffen. Beispielsweise in dem Level hatte ich mal alle Missionen. Allerdings hat das Game nicht gespeichert, also das hole ich definitiv offscreen nach. Aber ich bin aktuell am Überlegen. Es gibt ja hier noch zwei andere Missionen, die wir machen können. Die Frage ist natürlich, mache ich das innerhalb des Parts oder offscreen? Wenn ich das nachhole, könnt ihr mir jetzt in die Kommentare hineinschreiben. Denn das regeln wir demnächst einfach mal, weil ich würde ganz gerne erstmal mit euch Level spielen, die wir noch nicht gespielt haben und dann dort auf Anhieb probieren, die 100% zu machen, beziehungsweise alle Rätsel des Levels zu holen. Das möchte ich ganz gerne erstmal machen. Und dann können wir in den Kommentaren einfach bestimmen, soll ich es demnächst nachholen, offscreen machen, gucken wir mal. By the way, wir haben hier einen Tipp bekommen. Und zwar gab es an einer Szene im letzten Part, habe ich übelst gestruggelt. Da habe ich gestruggelt, so einen Schuss relativ weit oben zu treffen, weil ich nicht hoch genug gekommen bin. Da wurde mir in die Kommentare geschrieben, es gibt wohl am Ende des Levels eine Möglichkeit, diesen Schuss zu treffen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, welche Situation ich meine, aber quasi, als die Steine auf mich zugekommen sind, davor gab es so eine Passage, meine ich mich erinnern zu können. Aber gut, wir machen erstmal mit dem anderen Level weiter und gucken ansonsten heute noch, was uns so erwartet. Also, boah, da muss ich ganz kurz aufstoßen, Freunde, Hilfe. Schließe den Abschnitt ab, rette die versteckten Wardle-Dees. Das sind so, glaube ich, die Missionen, die uns in jeder Folge bzw. in jedem Level erwarten. Ausflug ins Abelin Center, voll cool. Boah, ich habe gerade so viele Gedanken und Geschichten, die ich erzählen würde. Generell, wenn ich an so ein Center denke. Aber erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Tipps. Ich finde es cool, dass ihr mir viele Tipps mit auf den Weg gebt, weil ich habe echt gar keine Ahnung von Kirby. Muss ich einfach mal ganz offen und ehrlich sagen. Und wirklich danke einfach, dass ihr das Ganze bei mir schaut. Einige haben geschrieben so, yo, ich schaue es trotzdem gerne bei dir, obwohl es gerade alle spielen. Von daher vielen Dank. So, und zwar können wir, wenn wir beispielsweise diese Schussfähigkeit eingesaugt haben, haben wir die Möglichkeit, Schüsse aufzuladen oder generell stärkere Schläge zu machen. Darauf müssen wir mal achten. Und wenn ich öfter so, also wenn ich in der Luft am Schweben bin, muss ich nur B drücken und kann dementsprechend die Luft rauslassen. Ja, um schnell auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren. Von daher, here we go. Und mir wurde gesagt, David, genieß die Level ein bisschen mehr. Also lass dir ein bisschen mehr Zeit, rush nicht unbedingt durch und genau das tun wir heute. Ich habe heute eh viel mehr Zeit fürs Aufnehmen. Ich nehme das Ganze am Sonntag auf, also sprich, ihr werdet das höchstwahrscheinlich morgen am Sonntag um 12 Uhr sehen. Ui! Yo, sind wir Mörder? Sind wir Mörder, wenn wir irgendwelche Wesen... Yo! Bro! Junge. Hundilein war einfach nur am Pennen und wir töten ihn aber auf dieser ganz anderen bestialischen Weise. Naja, machst du nix. Heute habe ich viel mehr Zeit für Aufnahmen und darüber bin ich so froh. Hallo? Junge, wir sind freaking Igel. Junge, Sonic Reloaded, Digga. Sonic, was machst du denn hier in Kirby? Rild. Ach, einfach zu schön. Und dadurch kann ich heute den ganzen Tag aufnehmen, weil mein Leben wird jetzt eh ein bisschen entspannter, weil ich mir jetzt hin und wieder Hilfe auf dem Hauptkanal hole und dementsprechend kann ich dem Zweikanal deutlich mehr Zeit widmen und dieses Wochenende habe ich ultra viel Zeit fürs Aufnehmen und von daher bin ich einfach froh. Also ich denke mal,
ohne, das sage ich öfter mal und das will ich eigentlich gar nicht mehr versprechen, weil ich immer sad bin, wenn ich es dann doch nicht schaffe. Aber Daily Videos sieht aktuell besser denn je aus auf dem Kanal. Also selbst wenn, kommt jeder zweite Tag ein Part, das haben wir bisher so geregelt. Aber wir sollten das hinbekommen, von daher easy easy. Ja, Freunde, können wir hier runterspringen ohne... Nee, das Risiko gehe ich nicht ein, das haben wir im letzten Stream, sage ich schon, im letzten Part schon mal gemacht. No way. Können wir dieses Knochending eigentlich einsaugen? Ich will alles einsaugen. Ist das schlimm, wenn ich alles einsaugen möchte? Oder ist das menschlich? Fragen über Fragen. Oh, schön. Nee, das ist einfach nur geil. Also das Spiel ist einfach nur geil. Es ist seit langem mal wieder so ein Jump'n'Run-Level, wo man wirklich viel Stuff einsammeln kann. Wie zum Beispiel diese Figürchen hier, worauf wir deutlich mehr achten müssen. Wow. By the way, was ich sage, Digga, sind das Würmer? Das sind tatsächlich Würmer. Real Talk. Yo! Ist ein Superkraft-Lolli. Ist das quasi der Stern nur aus Kirby? Ew! Ich hab keine Ahnung, was das bringt, aber ich will unbedingt da oben rein. Hilfe! Ich glaube, dafür war der Superkraft-Lolli gedacht, oder? Yo, erstmal ein bisschen Para abholen. Und wir sind wahrscheinlich unsterblich für die Zeit, oder? Also für die Zeit, wo diese wunderbare Mucke hier gerade läuft. Wham! Und schon ist der Spaß vorbei. Schade. Marmelade? Jo, und wir haben versteckten Wardly D. hier oben gefunden. Sehr, sehr schön. Was ich auf jeden Fall erzählen wollte, diese Mall erinnert mich auch, also, ich meine, wer kennt's nicht? Ich denke mal, jeder ist irgendwann mal in einer Mall gewesen. Und wenn nicht, Freunde, die Zeit wird auch noch kommen. Aber ich finde, Malls haben immer so einen magischen Charakter. Ich weiß nicht, warum. Ich mag es sehr gerne, in Malls einfach rumzulaufen. Tja, also... Mall, wenn ich in der Mall bin, das hat für mich immer so einen Urlaubsfaktor. Also klar, Großstadtkinder kennen das wahrscheinlich nicht, aber ich wohne... Also ich habe eigentlich meine ganze Kindheit in der Stadt verbracht. Alter, was bist du denn? Ich habe meine ganze Kindheit eigentlich in der Stadt verbracht, aber... Ja, in einer Kleinstadt mit ca. 35.000 Einwohnern. Ja, ach so. Ich muss einfach ganz oft an dem Ding schütteln. Woo! Ausspucken. Also diesen Automaten haben wir nur gebraucht, um uns den Weg zu zeigen. Hallo? Ah, in der Mitte? Ah, ach so, in der Mitte der Burgerladen, der Weg ist richtig. Aber was passiert, wenn wir die anderen Wege gehen? Dafür bin ich jetzt gerade for real zu neugierig. Also das ist der richtige Weg, ja und? Moment mal. Oh lol, was? Ach so! Guck mal, das ist einfach fake! Aha! Ja, trotzdem will ich mich hier umgucken, WTF. Also in der Mitte ist auf jeden Fall der Schatz, richtig? Digga, was fand ich? Na, ich geh nochmal zurück. Ich kann nicht mehr zurückgehen? Muss ich das Level jetzt dreimal spielen? Um alle Wege zu suchen? No way. Kannst du mir nicht erzählen. Ja, das kann mir kein Mensch erzählen aktuell. Na, auf jeden Fall, was ich sagen wollte... Ach nein, ich wollte mir die Fähigkeit einsaugen. Scheiße. Naja, wir nehmen mal die neue Fähigkeit. Und zwar bin ich extrem selten einfach in Malls, weil wie gesagt, bei uns in der Nähe, die nächste Mall ist ja eine halbe Stunde Autofahrt um den Dreh entfernt und ja, also man ist halt nicht oft in Malls und dementsprechend finde ich es immer, ich freue mich wie ein kleines Kind, weil in Malls kann man sich voll viele coole Geschäfte einfach anschauen. Oder generell einfach irgendwelche Läden mit coolen Video, also alleine solche Videospielläden wie GameStop und so, da laufe ich sehr, sehr gerne rum. Oh, was machst du denn, Alter? Oh, toll. Ui, ui, ui. Okay, jetzt wird es zum allerersten Mal echt ein Ticken schwieriger, kann das sein? Ah, nur ein bisschen, nur ein bisschen. Ich bin immer noch unbeeindruckt. Wham, da haben wir es doch. Und deswegen ist es für mich, in der Mall rumzulaufen, einfach ein übelst besonderes Gefühl. Ich liebe es. Yo, wir haben eine neue Fähigkeit. Hallo? Und aktuell lebe ich halt in einem Dorf mit ca. 1800 Einwohnern, also echt gar nichts. Und dementsprechend ist es für mich immer was Besonderes, wenn ich in Großstädten unterwegs bin. Und ich könnte auch nie im Leben in einer Großstadt wohnen. Also klar, es gibt voll viele, die wollen in einer Großstadt leben und generell dieses Großstadtleben fühlen. So ganz viele Studenten auch. Einige wollen es auch nur temporär haben, also zum Beispiel für die Dauer des Studiums oder... generell ein, zwei Jahre das mal ausprobieren. Aber ich bin ehrlich, für mich, ich will niemals in der Großstadt leben. Ich könnte das nicht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Dorf-Life und hier passieren auch sehr, sehr kuriose Dinge. Von daher liebe ich mein aktuelles Leben hier. Aber wenn ich in Großstädten unterwegs bin, abschließend ist immer,
ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Das ist immer ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Und ich liebe es einfach nur. Vor allem, ich bin letztens bei einem Kumpel in Hannover gewesen. Dort sind wir in so einer... Boah, in so einer Arkade, in so einem Arcade-Center gewesen. Das war so cool. Das war eine Art, ja, Bar und so eine Art Arcade-Center. Ich glaube, das hieß Jumanji in Hannover. Vielleicht ist der ein oder andere hier, kommt aus Hannover und weiß sogar, wo ich gewesen bin. Aber da waren wir am Abend und das ist halt voll cool mit, weiß nicht, Billardtischen, mit so einem Basketballkorb, was man halt aus solchen typischen Filmen kennt. Und das ist einfach cool. Ich sag bloß, ich brauche die Eisfähigkeit hier. Ach, nö. Kann ich hier nicht rübersliden? Nö, nein, 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 bitte nicht. Come on. Kann ich dich einsaugen? Ich saug den mal ein. Das ist ein Kinderspiel. Ha! Ich wusste es, dass wir die Eisfähigkeit bekommen müssen. Und das war voll cool. Vor allem, also ich weiß nicht, ob ihr das aus irgendwelchen Filmen kennt oder das irgendwann mal selber ausprobiert habt, aber an so einen Basketballkorb, also wo man ganz schnell Basketbälle in einen Korb reinwerfen muss nach Punkten. Das macht so viel Spaß und ich fand das so faszinierend. Digga, ich sehe jetzt schon, wir haben einen Waddle Dee verpasst. Wo haben wir denn diesen Waddle Dee verpasst? Bestimmt in den anderen Gängen, oder? Junge, das ist ja jetzt schon ultra nervig. Was soll das denn? Oh, das haben wir im Vorschaubild gesehen. Also wir haben halt noch zwei andere Wege und ich bin sehr zuversichtlich... Ja, halt der Maul. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir... dort die anderen Informationen bekommen, anderen Dinge bekommen. Hier zum Beispiel der nächste Hinweis, wo wir hin müssen. Ja, aber ich hasse es, wenn wir so viele Wege zur Verfügung bekommen. Das kann mein Kopf nicht. Ich will mir alles angucken. Und wenn ich ja nicht mal zurück kann, das ist doch crap, oder? Lol, wir haben da ein Puzzle. Ah, cool, nice. Guck mal, hier in so einem Hinterhöfchen. Ich so, Alter, was soll das sein? Sind die Überwachungskameras, damit niemand was in der Mall klaut? Kann ich mir gut vorstellen. Boah, ich finde die Mucke gerade mega süß. Ich finde die Mucke sehr süß. Also im Allgemeinen hat das Spiel einen sehr, sehr süßen Charakter. Ich liebe es. Okay, also wir müssen... Wir können überall lang. Also wir müssen zum Kuchen. Oder kann man einfach zurück dann? Wir sind jetzt zum Kuchen gegangen, okay? Bekommen wir... Wow. Wir werden instant eingesperrt. Hä? Bin ich Lost Arena? Oh! Okay, we got a little problem. Oh Gott. Alter, zum ersten Mal strugglen wir ja wirklich. Yo! Wir strugglen wirklich. WTF? Habe ich nicht mit gerechnet, dass wir überhaupt jemals in Richtung Tod kommen. Tja, das hast du davon, mein Dude. So, ihn kicken wir auch nochmal weg. Den kicken wir auch nochmal weg. Perfekt. Aber bekommen wir irgendwas für diesen sehr, sehr emotionalen und dramatischen Fight? Halt der Maul. Was ist das denn? Junge, jetzt muss ich alles durchsuchen, um die anderen Waddle Dees zu finden? Sehe ich aus wie Sherlock und Hugos Vater? Als ob ich Bock habe, mir alles anzuschauen, WTF? Also klar, dort haben wir den nächsten Hinweis. Okay. Oder beziehungsweise den nächsten Weg, wo wir halt rein können, aber why? Das Level finde ich gerade extrem verwirrend. Aber mehr als verwirrend. So, Kirby, du musst einmal umkippen. Ja! Wir haben bei weitem nicht alle Waddle Dees gefunden. Also da sind halt schon die drei, die am Ende, die man halt Junge, wir haben nichts geschafft in dem Level. Was soll das denn? Hi. Friss mein Eis, du Sack. Junge, halt dein Maul. Hör mal. Hallo. Kuckuck. Ich verwechsel jedes Mal Y und B. Ich hasse das. Aber guck mal, wir können sogar einen Schuss auf... Das ist ein sehr, sehr smarter Trick. Das ist ein sehr, sehr smarter und cooler Trick. Yes, sir! We have it! Woo! Abschnitt abgeschlossen. Ja, rette die versteckten Waddle Dees haben wir auch nicht. Ist ein Superkraft-Lolli. Laufe durch das Center, ohne dich zu verirren. Okay. Freunde, ich würde sagen, ich hole mal die anderen... Und dann zeige ich euch, wie ich die anderen Dinge hole. Oh, by the way, wir bekommen noch die Figürchen, die wir uns reinziehen müssen. Elfilin? Okay, haben wir doch schon mal gesammelt, oder? Also können wir auch immer dieselben Figuren sammeln? Junge, der beweist aber ein großes Maul. Holy crap. Okay, was haben wir noch? Ein Gordo. Okay. Digga, die haben schon sehr abgespacede Namen, die Dinger. Die haben schon sehr abgespacede Namen.
Okay, aber wir gucken uns nochmal ganz kurz an, wie wir auch das nächste Level wahrscheinlich freischalten, oder? Guck mal, wir konnten hier... Ja, okay, 6 Wardle Dees schon mal auf dem ersten Versuch freischalten. Gut, ist in Ordnung und damit schalten wir wahrscheinlich... Nein, doch! Das Finale der ersten Welt frei. Gerangel im Center. Sehr bedrohlich, Alter, sehr bedrohlich. Die Wardle Dees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen, das den Weg versperrt hat. Betritt den nächsten Abschnitt und stell dich dem Boss, der über dieses Gebiet wacht. Okay. Und dann, gucken wir uns auf jeden Fall mal diese komischen Winddinger an oder was auch immer das darstellen soll. Alright, okay. Wir gehen jetzt einfach mal den Burgerweg. Ich meine, der Burgerweg wurde ja als richtiger Weg betitelt und dementsprechend bin ich mal gespannt, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist. Digga, yo, Jackpot. Alter, holy crap. Sheesh. Maximaler Jackpot. Yeah, da haben wir schon Wardle Dee Nummer 2. Nice. Okay, bedeutet, wir müssen nur noch die anderen Dingenskirchen. Sind die gar nicht wütend? Hey. Warum verliere ich Leben? Die sahen so harmlos aus, Mann. Ich wollte nur ein bisschen mit den Dingern kuscheln. Die sind verdammt süß. Die sind absolut süß. Naja, weiter geht's. Wir wollen natürlich die anderen Donuts finden. Ach, by the way, schaut mal, was mir gerade hier auffällt. Es ist egal, welchen Weg wir nehmen, wir landen immer an derselben Stelle. Ah. Ah, lol, Digga, was? Wie viele Geheimnisse sind hier noch? Junge, du musst ja so krass auf... Nee, muss ich nochmal alle Donuts finden? Bro, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, ganz ehrlich, hol dich offscreen nach. Hol dich offscreen nach. Guck mal, wir gehen jetzt einfach mal. Hä, warte mal, Scheibenkleister, was stand da hinten nochmal? Mussten wir nicht in eine Kuchen... Junge, du Dreckshase. Mussten wir nicht in eine Kuchenpassage oder so gehen? Wir saugen den Bums mal ein. Wir saugen den Bums again ein. Ach so. Ah, ich glaube, wir müssen den hinteren Kuchenweg gehen, nicht den vorderen. Dann sind wir, glaube ich, sehr gut bedient. Aber ich will mir trotzdem angucken, was in den anderen Passagen ist. Mein Gott, ich mag keine Spiele, die mir so viele Wege zur Verfügung stellen, weil ich will immer alles erkunden. Das ist mega nervig, wenn ich nicht alles erkunden kann. Ja, bam, Jackpot. Okay, so. Ey, das ist aber auch so schön mit dem ganzen Kuchen, den man hier so einsaugen kann. Yes, sir! Und damit haben wir alle Wardle-Dees gerettet. Sehr nice, cool. Aha, ein versteckter Weg und dann haben wir noch direkt den Donut hier. Kann es eigentlich noch besser laufen? Ich glaube nicht. So, what a wang, what a wang! Okay, wir haben jetzt im Prinzip alles bis auf die 4 Donuts, aber come on, ey, das ist so... Hol ich offscreen nach, wir haben alle Donuts gesehen, mein Gott. Okay, so, dann wird es höchste Eisenbahn an der Stelle, dass wir jetzt gemeinsam mit Kirby, Hubertson, Kirby, dem einzig wahren, Kirby, Shenlong, was weiß ich, Gerangel im Center reingehen, schließe den Abschnitt ab und here we go. Damit müssten wir, glaube ich, bald die erste Welt beenden. Also es gibt hier so viel zu entdecken. Holy crap. Ganz schön düster kann das sein. Und wir sind schon wieder in so einer Mall. Alter, sehr bedrohlich hier gerade. Sehr, sehr bedrohlich. Es gibt so viel zu entdecken. Also klar, das Ganze sah am Anfang ein bisschen Open-World-mäßig aus, aber ich kann auch vollkommen verstehen, warum. Also, ja, eigentlich nicht. Es ist im Prinzip ein abgeschlossenes Level, wo wir uns die einzelnen Passagen angucken können. Für mich ist das Open-World. Geht's zumindest, Junge, was ist das für ein Bananenhaufen? Hä? Achso, wäre das dafür da gewesen, wenn wir jetzt leeres Leben haben? Und warum ist mein Controller so am Vibrieren? Oh, ein Schild. Real. Okay, also irgendwas über uns ist auf jeden Fall schon mal mächtig böse. Oder mächtig dabei oder so. Holy crap, was passiert denn hier? Oh shit, wir müssen doch nach rechts. Ich find's auch immer wieder lustig. Also ich finde, Kirby in das vergessene Land hat so voll The Last of Us Vibes. Das hat so übelste The Last of Us Vibes. Das finde ich mega. Ich nehme das Schwert. Das Schwert mag ich am meisten. Das Schwert mag ich echt am meisten. Mit den anderen Waffen kann ich nicht so gut umgehen. Ich bin halt definitiv ein Schwertmeister. Ich bin irgendwie... Ich bin kein Bombenwerfer. Keine Schlu... Junge, was ist das da? Junge, ist das ein Affe? Kuckuck! Hi! Ah! Habt ihr die... Junge, habt ihr das Gesicht gesehen?
Ach so, rette dich! Wuhu! Tja, da bin ich wohl entwichen. Junge, er tut... Bizeps-Bestie Gorillus. Junge, er tut jetzt so. Digga, Gorillus tut so auf sehr maskuliner Mann. Aber jetzt kommen wir als Gegenbewegung hier hin. Huh. Müssen wir vielleicht irgendwas gegen den schleudern? Den Stein oder so? Oder müssen wir einfach nur ausweichen? Ich weiß es ja nicht. Oder müssen wir einfach in die Mitte? Ui! Also ich werde einfach mal seine Eier anschlagen. Schlüpfe zwischen den Beinen. Yo! Kann ich sein Popo? Achso, lol. Der kann auch auf uns draufstampfen und dann kriegen wir sogar Damage. Au, okay. Ey, wen willst du eigentlich hops nehmen, Gorillus? Why, was habe ich dir getan, Junge? Nur weil ich deine Klöten gerade ganz heftig attackiert habe? Woohoo! Warte, wir können Schläge auch aufladen. Oh, shit. Mist, ich wollte gerade einen Schlag aufladen, Gorillus. Was soll das? Ui! Oh, Hilfe, der hat uns wiederbekommen. Okay, wir sind, glaube ich, nicht so gut in dem ersten Fight unterwegs. Unterwegs? Fängt er jetzt an zu rennen? Wir machen hier nämlich einen Gorillo-Speedrun. Ui! Wow. Scheibenklar. Können wir das einsaugen? Oder wozu sind die Sterne eigentlich da? Also, was bringen die uns? Hm. Habe ich bisher noch nicht ganz gecheckt. Aber ich will Gorillos doch nur besiegen, Bro. Kann das denn so schwer sein? Junge, der Anfang war so leicht. Spring dich immer weg. Müssen wir ihn anders besiegen? Aber sein Irokese, der gefällt mir. Achso, wir können einfach unter ihn her. Oh lol, Junge, das war eine Kombo. Okay, wir müssen also, wenn er schlägt, einfach durch seine Beine hindurch. Nein! Nein, Gorillus, du bist kein Helikopter! Du bist kein Helikopter! Scheibenkleister ausgerechnet jetzt! Gorillus, du bist kein Helikopter! Nein, 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 nein. We got a little problem, we got a little problem. Mir fehlt aktuell eindeutig noch die Kirby-Expertise hier. Um gegen Gorillus zu gewinnen. Komm schon, Gorillus, du hast ihn. Nein, oh. Yes, we have it. Wir haben Gorillus besiegt. Woohoo! Aber man muss schon sagen, der hat schon einen sehr, sehr nicen Ass. Gorillus hat einen sehr, sehr nicen Ass. Liebe ich. Alright, okay. Wir haben den ersten Bossfight. Besiege Gorillus mit einer Spezialpower. Ach so, wir müssen den Boss bestimmt noch mit den anderen Spezialfähigkeiten besiegen, oder? Okay, jetzt verstehe ich es, glaube ich. Schlüpfe zwischen den Beinen durch, besiege Gorillus mit der Spezialpower Schwert. Besiege den Boss innerhalb von 2 Minuten. Joho! Okay, dann wissen wir auf jeden Fall, was wir demnächst zu tun haben. Okay, cool. Also diese Bossfights, die sind eher kürzer gestaltet, wie wir sehen. Und ich dachte, yo, am Anfang des Levels gibt es bestimmt noch irgendwelche anderen Aufgaben oder sowas. Guck mal, wir haben schon mal 5 von 7 Waddle Dees gerettet. Ist das schon mal eine ganz nice Quote? Gerangel im Center, wunderbar. Und das wunderbare Game speichert auch. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt in die nächste Welt kommen, so prinzipiell. Waddle Dee Stadt. Yo, das Gebäude ist neu. Cool. Was geht, Mann? Wir haben jetzt Oh, Alter, als Kind waren solche Kaugummi-Automaten richtig fett. Der Überraschungsautomat Serie 1 ist ab sofort verfügbar. Dreh den Knauf und erhalte deine Figur. Viel Spaß beim Sammeln der Serie. Ah, okay. Cool, danke. Was ist hier drin? Ein Waddle Dees Waffenladen wurde eröffnet. Dort kannst du deine Spezialpower noch viel stärker machen. Nice. Sehr, sehr cool, okay. Und was hast du jetzt zu meckern, Bro? Was gibt's? Was ist das für ein ominöses Geschäft? Ich glaube, uns wird das ominöse Geschäft demnächst gezeigt. Aber Freunde, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir schauen uns im nächsten Part an, was es sich mit diesem Geschäft, was das Geschäft uns besagt oder was wir da drin machen können. Bis dahin, abonniert den Umlautmann, da lasst einen Daumen nach oben da und cheerio, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Haut rein, bye bye. Umlautmann, der Dark Kanal-Member, The Dark Empire und MacBacker.